Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Klimaschutz, ich denke, da sind wir uns einig, gibt es nicht erst seit dem Abkommen von Paris. Seit Jahrzehnten treiben wir den Klimaschutz in Deutschland, in Europa und auch in der Welt voran. Paris ist allerdings ein Meilenstein, das haben wir heute schon mehrfach gehört, aber nicht nur für die deutsche Politik. Paris ist ein Zeichen für mehr Klimaschutz in der ganzen Welt. Und dieser Umstand, auch diese Erkenntnis, sind relevant für die Weiterentwicklung unserer nationalen Klimapolitik. Denn bei uns macht sich immer wieder, manchmal leicht versteckt, manchmal etwas offener, die Haltung breit, über die Motive will ich jetzt gar nicht spekulieren, dass Deutschland dem Klimawandel auch alleine begegnen könnte oder als Vorreiter ganz weit vorne und wenige Folgen ihm. Das kommt immer wieder. Und wenn ich mir den Antrag der Grünen so durchlese, dann kann ich auch sagen, das ist offensichtlich auch zu teilen durchaus ihre Auffassung. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit seit über 3 Jahrzehnten in der Politik und ich habe auch zeitweise in dem gleichen Haus gearbeitet, das jetzt den Klimaschutzplan entwickelt. Meine Umweltminister hießen Töpfer und Merkel und beiden gemein war die Erkenntnis, dass Klimaschutzpolitik wirklich erfolgreich nur im internationalen Maßstab gestaltet werden kann. Wir haben als schwarz-rote Koalition daher aus gutem Grund im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir den Klimaschutz europäisch denken und unser zentrales Instrument, der Kollege Jung hat das ja auch schon gesagt, ist im Kampf gegen den Klimawandel ist der europäische Emissionshandel. Und deswegen möchte ich hier nochmal ausdrücklich mit einer immer wiederkehrenden Fehlinterpretation ausräumen. Der europäische Zertifikatehandel gibt dem klimaschädlichen CO2 einen Preis, zugegebenermaßen im Augenblick nur einen sehr geringen. Das ändert aber nichts daran, dass die Emissionen im vereinbarten Maße zurückgehen, auch wenn der Ertrag für die öffentliche Hand geringer ist als erwartet und deswegen in einen Fonds sozusagen auch mit allgemeinen Geldern nachgesteuert werden muss. Insofern entfaltet der europäische Emissionshandel durchaus seine Wirkung für den Bereich, für den er auch gedacht ist. Und diese europäische Lösung, der wir alle in diesem Hause zugestimmt haben, führt aber zu einem Problem, wenn wir nämlich in dem gleichen Feld Lösungen einführen wollen, die sozusagen dem widersprechen. Denn alles, was wir zusätzlich einsparen, kann nämlich dann an anderer Stelle, auch das ist schon mehrfach gesagt worden, wieder verbraucht werden, direkt oder auch mit einer gewissen Verzögerung. Das heißt, eine zusätzliche deutsche Maßnahme in Sektoren, wo der Zertifikatehandel wirkt, hätte keinen Effekt auf die insgesamt für diesen Bereich zur Verfügung stehende Menge an CO2. Ich glaube, das kann man nicht häufig genug betonen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Energiewende, ein wichtiger Baustein in der Klimapolitik, hat noch immer eine große Unterstützung in der Bevölkerung. Aber wenn wir ehrlich sind, hat diese in den vergangenen Monaten auch durchaus gelitten. Der Hintergrund ist gestiegene EEG-Umlage, Kosten für den Netzausbau, der Netzausbau insgesamt, mangelnde Netzanschlüsse, zu wenig Markt, steigende Redispatch-Kosten, viel Planwirtschaft fordern durch dramatisch gestiegene Kosten ihren Tribut. Und Ähnliches, und darum möchte ich hinweisen, kann uns auch bei einer falschen und vermeintlich gut gemeinten Klimapolitik passieren. Denn Klimapolitik ist, und ich glaube, das sagen viele Diskussionen, die wir auch vor Ort führen, für die meisten Menschen nach wie vor abstrakt und sehr schwer zu fassen. Theoretisch gefragt unterstützt jeder die Klimapolitik. Vor allem, wenn sie mit so einfachen Fragen daherkommt, sind sie für oder gegen den Klimaschutz. Und die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland leisten ihren Beitrag zum Klimaschutz, und zwar auf sehr unterschiedliche Weise. Denn auch die Durchführung zum Beispiel von energieeffizienten Maßnahmen ist Klimaschutzpolitik. Und wir haben heute in Deutschland dazu eine ganze Menge geleistet. Wir haben effizientere Kühlschränke, wir haben Energiesparlampen, Nullenergiehäuser und vieles andere mehr. Ja, und dann wollen wir auch weitermachen. Wenn Sie aber fragen, ob Mietsteigerungen zum Beispiel aufgrund energetischer Sanierung oder der Wegfall bzw. die Verlagerung von Arbeitsplätzen aufgrund höherer Energiekosten akzeptiert werden, käme vermutlich eher eine negative Antwort. Das sollten wir auch und gerade im Interesse des Klimaschutzes zu vermeiden wissen. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, wir müssen die Menschen bei unserer Politik mitnehmen und sie müssen sie verstehen. Die CDU hat sich 1994, das ist schon lange her, in ihrem Grundsatzprogramm nach intensiver Diskussion zur ökologischen und sozialen Marktwirtschaft bekannt. Das heißt, wir haben uns bekannt zu marktwirtschaftlichen Strukturen mit ökologischen und sozialen Leitplanken. Frau Kollegin, und das ist auch heute noch unsere Maxime. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Bulling-Schröter? Im Prinzip ja, aber ich habe momentan wahnsinnige Probleme. Okay, dann nicht. Ich bin froh, wenn ich gut zu Ende komme. Danke.
Denn wir sind eben nicht davon überzeugt, dass die Menschen sich aufgrund von staatlichen Vorgaben ändern, sondern sie ändern ihr Verhalten aus Überzeugung und aus Eigeninteresse. Und das ist unser Weg. Wir wollen die Menschen überzeugen und sie durch Anreize dafür gewinnen, den richtigen Weg zu gehen. Stichwort NAPE ist heute ebenfalls schon gefallen. Und dabei waren wir ja auch durchaus erfolgreich. Von 1990 bis 2015 sank der Treibhausgasausstoß um mehr als 27%. Zeitgleich ist es uns gelungen, und das möchte ich auch betonen, den Anteil der industriellen Bruttowertschöpfung bei rund 23% zu halten. In Europa beträgt dieser Anteil 17%. Daraus resultiert nicht zuletzt unsere Wirtschaftskraft. Die Energiewirtschaft und die Industrie setzen heute immer stärker auf eine Verzahnung von Energieumwandlung, Industrie, Mobilität, Gebäude und Wärme und flexible Speicherlösungen. Durch Digitalisierungsmärkte werden die Energieeffizienz und die Flexibilität des Energiesystems gestärkt und neue Wachstumsfelder erschlossen. Die Umstellung auf ein intelligentes, effizientes Energiesystem kann allerdings nur gelingen, wenn Planungssicherheit und auch ein verlässlicher Ordnungsrahmen mit gemeinsamen Standards geschaffen werden, damit Unternehmen für Innovationen auch Sorge tragen könnten. Daher sollten nach unserer Auffassung die in den Klimaschutzplan aufzunehmenden Maßnahmen unter folgenden Prüfkriterien ausgewählt werden: Kosten-Nutzen-Analyse, Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und auch die Arbeitsplätze, Technologieoffenheit, Rechts- und Investitionssicherheit, EU-Kompatibilität und letztendlich auch die Einbindung in ein globales Regime. Und ich bin sicher, wenn wir so vorgehen, wird die Regierung einen guten Klimaschutzplan vorlegen, und dann brauchen wir definitiv nicht Ihr Klimaschutzgesetz. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin, und gute Besserung für Ihre Stimme. Der nächste Redner, Arno Klare für die SPD.